Jetzt ist er wieder verschwunden. Genau. Ja. So, der Rest kann schon mal hier. Wolf nach vorne, ja, bitte. Let's go! Okay, sie kommen alle. Ein Teil zieht sich aber zurück. Okay, es sind nur die Phantome gekommen. Sehr gut. Sehr schön. Weg mit denen. So, und die vier Phantome dürften jetzt kein so großes Problem mehr sein. Die vier Schatten. Außer sie duplizieren sich wieder. Ich weiß gerade gar nicht, wie der funktioniert. Ach so, immer wenn er bestimmte Phrase anfängt. Hat das eine andere Wirkung? Okay. Sure. Scheinbar. So. Und damit wäre der Innenhof wohl fertig. Die Elemente haben diese Falltübe zugesetzt. Das hier muss unsere Burg sein. Auf einer Seite dieser Säule wurden hunderte Kringel und Grate eingeritzt. Der Adra schimmert. Der Adra schimmert selbst unter einer dicken Moosschicht. Okay, wir haben das Burginnere freigeräumt. Oh, geht's da raus vielleicht? Das sieht nämlich so aus, als ob man da raus könnte. Also das sieht wie ein Torbogen aus, wie der hier drüben. Genau, wie der hier. Vielleicht, außer es ist eingestürzt. Ja, es ist eingestürzt. Schade. Okay, jetzt haben wir nur noch den Bergfried und das die Leuchthöhle daneben. Ich würde fast schon mal sagen, ich gucke mir jetzt die Leuchthöhle an. Yes. Gesänge bearbeiten. Hey. Hi. Gucken wir mal, was wir in der Leuchthöhle finden. Du kannst jetzt auf dein Lager zugreifen. Karte entdeckt, Leuchthöhle. Als ob hier niemanden drin finden würde, der uns feindlich gesonnen ist. Deswegen kann ich auf mein Lager zugreifen. Die Regale ächzen unter dem Gewicht der Bücher. Viele der Bucheinbände sind stellenweise mit. Achso, das kann ich ja auch hier nachlesen eigentlich. Sind stellenweise mit Schimmel bedeckt. Hm. Die Überreste eines zerbrochenen Schmelztiegels, ein gesprungener Mörser und verschiedene zerschmetterte Flaschen und Ampullen sind von Spinnenweben auf dem Tisch fixiert. Okay, und hier drüben ist die Küche. Der saure Geruch von ranzigen Getreide und verdorbenen Früchten erfüllt die Luft. Der Tresen ist mit Staub und verrosteten Utensilien bedeckt. Das hier wird vielleicht mal mein Haus werden. Weil zuerst kriegen wir ein Haus, habe ich gehört. Oder habe ich gelesen, im Handbuch jedenfalls. Und dann kriegen wir eine Festung. Wäre schon cool, wenn das hier unsere Festung wäre. Sieht aber auf jeden Fall schon mal danach aus. Hier Häuser, die wir aufbauen können. Östlicher Wachturm. Leuchthöhle.
So, dann gehen wir mal hier lang zum großen Bergfried. Gut. Vielleicht bauen wir zuerst das Haus auf und später, vielleicht, wenn wir Redrick besiegt haben, wird das die neue Festung. Tagebuch aktualisiert. Okay. Kate Nua ist von beeindruckender Größe, das haben wir schon. Die Burg scheint verlassen zu sein. Wie Goldtal gibt es auch hier Geister und andere Kreaturen. Wenn nicht Antworten haben will, muss ich wohl weitere Erkundungen anstellen. Well, that's grave, Dalphilathilim. Was würde er sagen? Also, das ist ja ungewöhnlich. Oh oh. Nein, ich will nicht. You cannot venture forth while in combat. Das sind nämlich definitiv zu viele. Das sind schon zu viele für mich. Okay. Ich habe mein sechstes Gruppenmitglied, damit sollte ich mich erstmal zurechtfinden. Und vielleicht die anderen beiden Questen jetzt nochmal versuchen. Ich denke mal, das ist die beste Idee, die ich habe. Zurzeit. Also die beste Möglichkeit, weil jetzt habe ich eine volle Gruppe wenigstens. Sure. Vor allem habe ich müde Leute. Und ich muss mal gucken, dass ich dieses Lied bearbeite. Ermutigt Verbündete, wodurch sich Bonus Tapferkeit steigert, die Bewegungsrate und den Reflex aller Verbündeten. Feind Aura verängstigt. Entschlossenheit und Gewandtheit werden reduziert. Und du machst Bewegungsgeschwindigkeit und 10 Reflexe. Ja. Und du machst Tapferkeit und Wille hoch für 6 Sekunden. Dauer 4, verweilen. Mhm. Dann würde ich das hier fast schon rausnehmen. Und einfach so weitermachen. Auch wenn das unnötig ist, weil ich glaube, das Lied fängt immer von vorne an. Aber ich mache sicherheitshalber mal. Und dann kann ich irgendwann mal versuchen, mit dem Phrasen diese Fähigkeiten zu benutzen. Erzeugt eine gewaltige Explosion, die Feinde im Wirkungsbereich betäubt und zurückstößt. Beschwört 3 Skelette, die für die Gruppe kämpfen. Oh, das muss ich mir merken. Verringert die Schadensreduktion von Feinden im Wirkungsbereich. Ja. So, wir gehen jetzt aber mal wieder zurück nach Goldtal. Danach sind wahrscheinlich alle erschöpft. Aber ich denke, ich werde jetzt versuchen, in Goldtal, jetzt da ich eine 6er Gruppe habe, versuchen in Goldtal die, I don't suppose we could rest a spell. Werde ich versuchen, in Goldtal den Tempel zu clearen. Ich habe ja nur die untere Ebene und dort die paar Räumchen. Und ich denke mal, mit den Schatten komme ich jetzt doch ganz gut klar eigentlich. Vor allem, wenn ich mich immer auf einen Schatten konzentriere und den wegmache und dann auf den nächsten. Ich habe ja jetzt nämlich auch die Schatten hier geschafft und auch eine Dreier- und Vierergruppe. Good day, Stranger. Ich hätte gerne ein Zimmer. Ja, heute nehme ich mal. Ich hätte eigentlich auch Zeug zu verkaufen. Ich habe so viel Gold, merke ich gerade. Und so viel Kram. Komm, Knüppel kann ich an dich verkaufen. Die kannst du vielleicht der Bevölkerung geben. Die gute Keule brauche ich nicht. Ich brauche auch keine Mordäxte. Ich habe die guten Sachen behalte ich mal. Also wenn ich etwas Gutes finde, dann wird das einfach, werden die anderen Sachen einfach ausgetauscht.
So, rüstungsmäßig. Ich könnte dir auf jeden Fall den Hut und die gefütterten Hauben anbieten. Und hier könnte ich dir die Robe und die einfache Kleidung geben. Gambasson? Nö. Die Robe hier vielleicht noch. Und das ist alles Gambasson. So, den Rest möchte ich erstmal behalten. Solche Sachen könnte ich eigentlich ins Inventar packen. Trank der kleinen Erholung, Feuerbrandfalle. Jetzt, wo ich weiß, dass ich zum Beispiel die drei Sachen nicht im Inventar haben muss. Handeln. So, von dem Geld könnte ich mir fast die gute Arbalest kaufen, also die Mauer. Und vielleicht mache ich das sogar. Campingbedarf bringt mir nichts. Zurzeit, ich habe ja schon zwei. Welcome. Und jetzt möchte ich gern ein Zimmer. Für Wahrnehmung und Mechanik. Oh, ein Traum mal wieder. Warum sieht das Ganze jetzt so komisch aus? Ich hätte gerne diese. Gruppierung. So, komm, lad. Achso, ja, so, deswegen sieht das so komisch aus. Da ist nämlich vorne. Okay. Ich sollte meinen Wolf vielleicht doch wieder nach vorne packen. Einfach hier vor. So, so. Dann habe ich wenigstens die Standardformation, die ich auch aus Baldur's Gate und so gewohnt bin. Obwohl ich eigentlich definitiv noch einen richtigen Nahkämpfer bräuchte. Hey ho. Hail, Traveler. Darf ich deine Waren sehen? Genau. Genau, die Schutzmauer, die hätte ich sowas von gerne. Stilett, guter Kampfstab, guter Ballast, guter Säbel. Der wäre was für ihn hier eigentlich. Gutes Großschwert. Aber ich habe ihm ja eigentlich die Fähigkeit gegeben. Also müsste er mit Schwertern sogar noch besser sein als mit Säbeln. Und alles andere ist Kleinkram eigentlich. Hier wären noch ein paar interessante Sachen. Abstumpfender Gürtel, Umhang des Entzugs. Schadensreduktion, Stichwund, Hieb. Mhm. Brauchen wir allerdings alles im Augenblick nicht. Ich will erstmal die etwas unhübscheren Helme verkaufen. So, alle bis auf die. Dann will ich Kettenrüstungen bis auf eine loswerden. Gambasson. Oh, das Gambasson sieht besser aus als das Gambasson. Hä? Wo landet das? Ach so, landet das jetzt in meinem Inventar? Ja. Na komm. Geh zurück und geh dahin. Du siehst nämlich wie gut es Gambasson aus. Und die Sachen hier. So, die Roben mal hier runter. 6 Stück. Das bedeutet ja wirklich eigentlich, dass wir die Roben anziehen sollen, um durch die Hallen da zu kommen. So, alles andere wird erstmal behalten. So, und ich denke, das war's. Ja. Raus hier. So, und dann ist es mal wieder
Zeit für einen Cut. Also speichere ich. Und dann sehen wir uns gleich wieder.